dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Okay, das waren alle Bürger. Es gibt ein Attentat, eine Befragung, Bogenschützen abmürksen. Klauen werde ich nicht machen. Informanten Herausforderung eskortieren werde ich machen. Ich fange mal hier an. Seid gegrüßt, Freund. Was sind denn für Zeichen? Ich hätte schon eine Karte. Oh nein. Du entkommst mir nicht! Komm raus, stell dich! Hier drüben! Versteck dich, versteck dich. Ich weiß nicht, was dieses Zeichen ist. Habe ich doch niemals schon mal einen Auftrag gemacht? Ich habe Besseres zu tun. Was heißt das? Es gibt doch hier eine Legende. Was heißt denn das? Das Wasser habe ich ja noch nie im Henkelmann gehabt. Das steht hier gar nicht auf der Liste. Er wird sich noch verletzen. Ihr wieder, Großmeister? Sicherheit und Frieden. Ich bin so froh, euch zu sehen. In diesen furchtbaren Zeiten fordern sie, dass ich mich beweise. Doch ich fühle mich so wertlos neben euch. Ich muss zwei von Majid Adins Leuten töten, aber ohne Kampf. Würdet ihr mir den Weg zeigen? Ich würde euch ewig dankbar sein und eine interessante Geschichte erzählen. Warum tut er das wohl? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Hau ab! Hau ab! Jetzt abhauen, du Idiot! Gottloser Heide! Geht auf! Ihr könnt nicht fliehen! Ich bin weg. Okay, ich würde mir ein paar Wurfmesser besorgen, das weiß ich. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Ich habe vor der Wache den Typen gelesen. Das ist echt geil. Okay, was ich machen muss, weiß ich. Ich brauch's mir nicht nochmal erzählen. Da tut's ihm doch auch nicht. Komm wieder mal herunter. Komm runter. Komm runter, ich muss dich sehen. Er hat gemordet, sie konnten mich nicht mehr sehen. Wo bist du? Da ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Du bist es, oder? Stirb. Zeig doch! Warum würde jemand so... Ihr seid der Beste, den der Clan je hatte. Hier ist meine Geschichte, Meister. Ich reinigte gerade die Tempeltreppen, als ich zwei Gelehrte hörte, die sagten, wie einfach es für sie wäre, durch die Soldaten zu marschieren, die den Hinrichtungsplatz bewachen. Stimmt den Zeitpunkt eures Eintritts genau ab, und sie bieten vielleicht eine willkommene Ablenkung der Wachen. Aber dank eurer Weisheit wusstet ihr das sicher bereits. Okay. Warum? Spielermarker. Das alte Irrt, das ist ein... Ach, da hab ich eine Markierung hingesetzt. Ja, jetzt weiß ich nicht, was da für ein Scheiß ist. Was steht denn da? Das war mal eine gesetzte Markierung. Ne? Ich hab gedacht, da... Ha!
verwerflicher, als dem Gesetz den Rücken zu kehren. Denn das Gesetz wurde uns von Gott selbst gegeben. Gepriesen werde sein Name. Es zu brechen heißt, seinen Namen zu schänden. Und es gibt keinen schlimmeren Frevel als das. Okay, wo ist Marie gefahren oder vor dem Schild? Verfluchte Schützen! Wir sollen einen von Mashtadins Offizieren angreifen. Aber dazu müssen die Bogenschützen von den Dächern entfernt werden. Ich kann keinen Mann entbehren. Könnt ihr helfen? Sorgt nur dafür, dass ihr nicht gesehen werdet. Sonst müsst ihr wieder von vorne beginnen. Ich werde sie alle verlaschen. Was ist das da oben, meine? Hütet euch vor eurem Netz. Die am besten zu kennen glauben, denn keiner von uns ist über die Versuchung erhaben. Sollten sie dem Gesetz zuwiderhandeln, wie unwichtig es auch scheinen mag, müsst ihr sie melden. Eine kleine Schandtat heute führt schon morgen zu größeren Verbrechen. Mashtadin, hilft euch. Tretet nur vor, damit er ihren Namen erfährt. Wir alle haben Dunkelheit im Herzen. Nein. Jeder Tag ist ein Kampf, um stark in unserem Glauben zu bleiben. Aber wir sind nur Menschen. Wir können schwanken. Wir können fallen. Mashtadin ist hier, um uns selbst in diesem Fall auf den rechten Weg zurückzuführen. Nein. Wovor hat er denn mehr Glück gehabt? Wenn ich den erwischt hätte. Er hat die Kraft gefunden, im Schatten unserer Glocke zu zivile Hart herunterzukommen. Hat er seinen Verstand? Ich beginne zu verstehen, was Al-Mualim an euch findet. Mich deucht, ihr seid wegen Mashtadin hier, ja? Dann interessiert euch vielleicht, dass er seine Gefangenen vor der Exekution gerne belehrt. Dabei kehrt er der Menge den Rücken zu. Das sollte der perfekte Moment sein, um zuzuschlagen. Nun, ich muss mich um meine Männer kümmern. Wir haben unsere eigenen Ziele zu erfüllen. Okay. Warten wir jetzt. Nicht sehr viel, aber er hat mir schon geholfen. Eine Frage gibt's noch. Das garantiert der Kerl, den ich die ganze Zeit brüllen will. Sollten Sie dem Gesetz zuwiderhandeln, wie unwichtig es auch scheinen mag, müsst ihr sie melden. Eine kleine Schandtat heute führt schon morgen zu größeren Verbrechen. Mashtadin hilft euch. Tretet nur vor, damit er ihren Namen erfährt. Es ist keine Schande, Namen zu nennen, die Namen derer, die das Gesetz brechen. Ohne unseren Glauben sind wir nichts, ohne seine Regeln und seine Leitung. Diese zu missachten, heißt, den zu missachten, der uns alle leitet. Ein solches Verhalten kann nicht geduldet werden. Okay. Gott verdammt euch! Lass mich in Ruhe! Geht mir aus dem Raum! Eine Gasse. Ich liebe ihn. Oh, ihr armer, dummer Genug. Ich atme noch. Also dürstet es euch nach mehr als nur meinem Leben. Was ist es? Kennt ihr Mashtadin gut? Besser als die meisten. Er scheint mir ein wenig zu rechtschaffen. Ist ihm das Gesetz wirklich so wichtig? Was glaubt ihr? Ich glaube, er verbirgt etwas. Und ihr werdet mir davon erzählen. Es ist ein Deckmantel. Männer wie wir sollen Angst verbreiten. Den Leuten das Fürchten beibringen. Die, die er tötet, sind keine Verbrecher. Aber gefährlich sind sie allemal. Gefährlich für wen?
Für seine Pläne. Ihre Pläne. Ja. Er spricht von anderen, mit denen er zusammenarbeitet. Für die er arbeitet. Ich weiß es nicht. Aber sie brauchen diese Stadt. Sie zu kontrollieren bedeutet ihnen viel. Warum? Das müsst ihr ihn selbst fragen. Geht zu einer seiner Hinrichtungen. Dort ist er am gesprächigsten, wenn er sich ans Volk wendet. Die Hände voller Blut. Dann sind wir fertig. Okay, einer weniger. Lauf weg. Lauf. Jetzt lauf. Jemand reingerannt. Nein, also halt weg davon. Ja gut, das finde ich auch. Das ist ja. Okay, wir könnten ja jetzt prinzipiell schon zuschlagen, glaube ich. Aber wir könnten hier jetzt belauschen. Und das wollen wir jetzt noch werden nach belauschen. Lass uns ein bisschen komisch rumlaufen. Naja, weil wir sonst erwischt werden. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Nein, ich hab kein Geld für dich. Hier lang. Springen. Springen. Setzen. Und wir hören zu. Es tut mir leid, Ahmad. Sie kamen ohne Vorwarnung. Mein Sohn? Sie haben meinen Sohn? Was wird mit ihm geschehen? Wir taten, was wir konnten. Was wird mit ihm geschehen? Er wird hingerichtet. Heute. Nein, das erlaube ich nicht. Aber was können wir tun? Majdadin nimmt keine Gnadengesuche entgegen. Mit Gottes Willen lässt sich nicht feilschen. Das ist nicht Gottes Wille. Es ist Wahnsinn. Ich werde selbst zu ihm gehen. Wo ist er? Er wird der Hinrichtung beiwohnen, sie sogar durchführen. Er genießt solche Schauspiele. Ein wahrlich böser Mann. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Okay. Er führt heute eine Hinrichtung. Soll ich ihn noch eskortieren? Ja, kommt, Leute, das Video wird sowieso so kurz. Ich fand schon beim letzten Mal blöd von mir, dass ich die Burg nicht gehört habe. Wäre ich da jetzt durchgerannt? Und runter. Ich verstehe nicht, was er da nicht ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein was tut er da? Stoppen! Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten. Bevor es durch die Schwäche geht. Diese Stadt gehört uns. Hat uns immer gehört. Da steht schon wieder eine Flagge. Okay. Eine schwitzen Flagge sind die. Jemand soll den aufhalten, bevor er sich verletzt. Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich ihm nicht helfen. Und wir helfen. Also ihr, ich sollte einen Kontakt in der Nähe treffen, aber die Wachen haben mich im Auge. Sobald ich aufbreche, greifen sie an und schlagen mich in die Flucht. Ich bin nicht mehr der Krieger, der ich einst war. Wärt ihr bereit, mir sicheres Geleit zu geben? Okay. Wo willst du hin? War schön, das Schwert immer im Schlag. Bereue deine Sünden! Aus dem Weg! Zwei leuchten Gruppen. Kommt da noch was? Okay, er hatte...